Yo Leute, was geht ab und willkommen zu einem weiteren Video. In diesem Video beschäftigen wir uns mit Mechabellum und zwar möchte ich euch zeigen, wie ihr euch gut gegen andere Spieler behaupten könnt. Außerdem möchte ich euch ein paar Spielmechaniken näher bringen, die man am Anfang leicht übersehen kann. Am Ende werde ich auch einen Kampf gegen eine KI auf den höchsten Schwierigkeitsgrad zeigen. Am Anfang jedes Matches habt ihr zwei intakte Tower auf eurer Seite stehen. Diese müsst ihr vor gegnerischen Angriffen verteidigen. Diese stehen aber nicht nur einfach da, ihr könnt auch mit ihnen interagieren. Die Kommandozentrale ist sehr hilfreich. Hier könnt ihr mehr Vorräte anfordern, die dafür aber in der nächsten Runde fehlen. Gut zu gebrauchen, wenn man in der Runde unbedingt noch was braucht oder wenn man aus Versehen schon alles ausgegeben hat. Außerdem könnt ihr hier eure Rekrutierungsmenge um 1 erhöhen und auch die Einheiten auf Level 2 anwerben. Zudem könnt ihr hier eure Einheiten in Reichweite sowie Geschwindigkeit boosten. Mit dem richtigen Timing könnt ihr also eine Menge aus der Kommandozentrale rausholen. Das Forschungszentrum ist auch sehr hilfreich. Hier könnt ihr eine Atombombe anfordern, um massiven Schaden an Einheiten zu machen. Außerdem könnt ihr Einheiten zerstören und die ausgegebenen Vorräte zurückbekommen. Auch das direkte Befehligen von Einheiten ist hier möglich. Mit einem Marker könnt ihr nämlich euren Einheiten sagen, wohin sie gehen sollen. Außerdem könnt ihr hier auch euren Angriff sowie eure Verteidigung boosten. Das Ziel des Spiels ist, die gegnerischen Tower und Einheiten zu besiegen. Schafft ein Spieler es, ein Tower des gegnerischen Spielers zu zerstören, bekommt der gegnerische Spieler einen massiven Debuff in Form von Verteidigungs-, Geschwindigkeits- und Angriffsverlusts. Passt eure Strategie also so an, dass ihr möglichst schnell an den Tower des Gegners kommt und diesen zerstört. Eine gute Methode ist, wenn ihr euren Gegner flankiert, das könnt ihr ab der zweiten Runde machen und so euren Gegner überraschen. In dem Spiel solltet ihr nicht blind einfach Einheiten auf dem Feld rufen, denn hier gilt das Schere-Stein-Papier-Prinzip. Achtet am Anfang darauf, was euer Gegner an Truppen hat und versucht diese auszukontern. Ein Beispiel wäre, wenn der Gegner nur Bodeneinheiten hat, die nur Bodeneinheiten anvisieren können. Hier könntet ihr dann Flugeinheiten holen, um ihn aus der sicheren Luft zu zerstören. Ein weiteres Beispiel wäre, wenn der Gegner eine Menge Fangeinheiten hat und dich versucht zu überrennen. Hier könntest du zum Beispiel einen Vulkan mit seinen riesen Flammenwerfer rufen oder die Vorschlaghammerpanzer mit Flächenschaden. Diese zwei Einheiten sind nämlich gut gegen Masseeinheiten. Auch Technik-Upgrades und Level-Ups sind nicht zu vernachlässigen und können spielentscheidend sein. Da ich euch gleich Gameplay zeigen werde, werde ich auch die Einheit zeigen, mit der ich dieses Gameplay gewonnen habe. Mein Gegner hatte in dieser Runde eine Bodeneinheit, die nur Flächenschaden am Boden machen konnte, und eine Sniper-Flugeinheit, genannt Phoenix. Die Einheit Phoenix macht hohen Schaden und hat eine hohe Reichweite, haben pro Einheit aber nur zwei Flugzeuge. Also habe ich mich als Konter für Wasp entschieden. Diese Einheit bringt pro Einheit 12 Flugzeuge mit sich und hat eine gute Palette an Skills. Wasp hat 282 Leben, fliegt 16 Meter die Sekunde und hat 189 Angriffe. Ohne Skillung, also keine sonderlich starke Einheit. Durch ihre Skillung kann sie aber Schilde erhalten, wodurch sie nicht mal durch Sniper geone-shottet werden können. Dann kann man ihre Reichweite um weitere 40 Meter erhöhen, 200% mehr Schaden gegen Bodeneinheiten machen und durch ihren sehr starken Skill entzünden können wir es so ziemlich mit jedem Gegner aufnehmen. Denn mit diesem Skill könnt ihr in 2 Sekunden 12% der TP des Gegners Schaden machen. Da haben nicht einmal 10 gelinkte Vorschlaghammer eine Chance, lange zu überleben. So, ich werde euch nun das Gameplay zeigen. Der Schwierigkeitsgrad war ich, wie ich schon sagte, auf Wahnsinn. In der ersten Runde habe ich, wie ich schon sagte, Wasp gespawnt, da diese Einheit ein guter Konter gegen Phoenix ist. In der zweiten Runde habe ich mich darum gekümmert, dass meine Wasp-Einheiten nicht geone-shottet werden können. Daher habe ich ihnen also die Schilde gegeben. In der dritten Runde folgt nun das Upgrade Entzünden, um noch mehr Schaden zu machen. Wie ihr seht, werde ich jetzt links flankiert, also muss ich hier jetzt gegenarbeiten, was in der nächsten Runde aber nicht sehr gut gelungen ist.
In der vierten Runde kümmere ich mich also um das Verteidigen und versuche mehr Masse aufzubauen. In der Runde 5 habe ich versucht, die gegnerischen Schilde an den Fangs mit Raketen zu zerstören, damit meine Einheiten sie schneller killen können. Runde 6 baue ich weiter Masse auf und verstärke meine Flanken. Wie ihr seht, habe ich jetzt schon eine beachtliche Truppengröße, diese hat in dieser Runde aber leider nicht gereicht. In der Runde 7 baue ich weiter Masse auf und spawne Rhino, um die rechte Seite zu verstärken. Die Masse meiner Einheiten sind jetzt schon fast nicht mehr zu stoppen. Ich erhöhe weiter das Level meiner Einheiten und gehe weiter auf Masse. Wie ihr seht, hatte der Gegner absolut keine Chance mehr und das nur, weil ich ihn zu Beginn recht gut gekontert habe und dann auf der Wasp weiter aufgebaut habe. So, das wär's dann aber auch wieder mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen und auch weitergeholfen. Ich würde mich über Feedback und eine Bewertung freuen und würde sagen, wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Bis dahin, ciao!